I'm the flow killer, I'm the flow killer. Bitch, I'm the flow killer, nigga, the flow killer. Bitch, I'm the flow killer, nigga, the flow killer. You know the flow killer, you know the flow killer. You know the flow killer, yes, I'm the flow killer. Grüezi Betran, das ist Dementi von Mentally Ill Show. Ja, genau, Dementi. Wer kennt schon Dementi nicht? Auf Straße, wenn ich angesprochen werde, das ist Dementi. Ja, aber Dementi, ich Dementi, kennst du Dementi nicht? Ah ja, genau, Dementi. Ja, wer kennt ihn schon nicht? Also, allererstens bin ich sehr überzeugt, dass ich mit dem Video tausende von Views haben werde, weil heute Abend werde ich euch eine Lektion ausrichten. Und was für eins, ich bin der Flirtkeller. Ich habe einfach alles im Griff, jede Frau von A bis Z, zeig mir mit dem Finger, Willi, und ich kann sie für mich heute Abend haben. Das ist der Traum von jedem Mann. Denn die anderen sehen gut aus, aber die wissen nicht, wie es läuft. Versuchen, zwei, drei Mal klappt es nicht. Und dann geben sie schon auf. Schade. Denn die anderen sehen überhaupt nicht gut aus, aber die haben etwas im Kopf. Die wissen schon. Grundsätzlich kein Erfolg bei den Frauen haben. Auf denen konzentrieren wir heute. Was soll mit denen passieren? Das Leben ist doch so schön. Sollte sie auch geniessen? Naja, aber nicht auf viel träumen. Ja, aber der Erfolg ist doch lähmbar. Muhammad Ali, als er ein Match gegen den Henry Rollins gewonnen hat, als er vom Ring ausgestiegen ist, hat man ihn gefragt. Du Ali, wie hast denn du das gemacht? Natürlich, wie immer am Anfang hat er immer gesagt, ja, ich bin der Beste, ich bin der Beste. Aber dann hat er einen Satz rausgelassen, den wir überhaupt vom Ali gar nicht kennen. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Und genau den Satz nehmen wir heute als Motivation. Nummer 1. Flirtkiller. Also, dann werde ich euch dann mal ein paar Beispiele erzählen, wie man am besten und einfachsten bei den Frauen ins Gespräch kommen kann. Angenommen. Ich sehe geile Fuzze auf der Straße, mit riesigen Beinen, grosse runde knackige Arsch, grosse Busse, blond oder brunett, braunhäutig, blau oder braune Augen und mein Herz schlägt schneller. Meine Augen werden rund und dann muss ich das rauslassen. Zum Beispiel. Wow, du bist atemberaubend. Aber wie sieht's aus mit Kochen und Putzen? Mit dem muss ich sich auf dich positiv wirken. Hier haben wir ein anderes Beispiel, so freche Sprüche. Angenommen, ihr seht eine Frau und wollt einfach einen Scheiß rauslassen, kannst du ja mal sagen. Darf ich dir ein Kondom spendieren? Nächstes Beispiel. Angenommen, ihr seht eine Frau im Ausgang. Die würde ich gerne mal. Kein Problem, gehen zu ihr an der Bar oder wo auch immer und probiert mit. Bist du heute Abend frei? Oder wird mir das etwas kosten? Ihr seht eine perfekte Frau, die wirklich alles perfekt ist und ihr euch von ihr wirklich nicht gruset. Könnt ihr mal rauslassen? Babe, du bist so wunderbar. Ich würde dein Badewasser trinken. Sonstiges. Wow! Dann kommt sie oben. Du siehst ja wie meine Mutter aus. Und dann kommt sie wieder oben runter. Nächstes Beispiel. Gute Nachrichten. Mein Test ist negativ. Da würden eure Kollegen sich vergrölen und so verdient ihr ein bisschen mehr Respekt. Nächstes Beispiel. Entschuldigen, wird man eigentlich gefickt werden, wenn man sie so anzieht? Oder? Hallo Süße, möchtest du dir 50 Franken leicht verdienen? Nächstes. Das ist ein netter Paar Beine. Sag mal, wen öffnest du? Sehr leichte Möglichkeiten. Ich bin neugierig. Bist du so gut, wie alle Männer sagen? Oder ganz spezielle Anmachung? Letztes Jahr habe ich deine Schwester ausprobiert. Sie hat versagt. Willst du das für deine Familie eher tun? Oder? Meine Liebe zu dir ist wie Durchfall. Ich kann sie einfach nicht zurückhalten. Und was ist, wenn ihr inspiriert seid? Sind das Implanten? Ein netter Spruch kann manchmal sehr einfach sein. Bist du beim Schönheitschirurg gewesen? Und das 15. der Letzte. Jeder Bauer wird bei dir seine Kühe vergessen. Und das ist alles gewesen, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal. Flirtkiller!